Wie findet ihr Klimaaktivisten, die sich an die Straße kleben? Denken dadurch die Autofahrer, okay, jetzt kümmere ich mich ums Klima, oder sind sie eher genervt? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Aktionen? Die Autofahrer sind eher genervt, hat 13 Stimmen. Es wird sich eher ums Klima gekümmert, hat 2 Stimmen. Ich bin Außendienstler und ich kenne inzwischen Firmen, welche ihre Außendienstler nicht nur dazu anhalten, gegen die Klimakleber Anzeige wegen Nötigung mit entsprechendem Strafverfolgungsantrag zu stellen, sondern auch von der Polizei die Daten der entsprechenden Personen anzufordern, damit die verlorene Arbeitszeit in Rechnung gestellt werden kann. Damit ist keinem geholfen, die Autofahrer sind genervt. Stell dir vor, du bist als Arbeiter entweder unter Zeitdruck oder willst einfach nur nach Hause von einem langen Arbeitstag und dann sitzt da so ein Dulli auf der Straße. 1x würde ich sagen, die Person solle sich hinfort urinieren und dann würde ich andere Mittel einsetzen. Ist okay, da nun mal etwas getan werden muss. Und was wird damit getan? Außer Leute zu nerven, Staus, dadurch noch mehr Abgase zu verursachen und Leute gegen einen zu haben? So bekommt man eher Leute gegen seine Sache als für seine Sache. Durch stehende Autos werden keine Abgase ausgestoßen, wenn das Auto steht, der Motor trotzdem läuft dann schon. Natürlich, solange der Motor läuft, und das ist im Stau bzw. stockender Verkehr bei den meisten Autos der Fall, werden Abgase ausgestoßen. Zudem hast du meine Frage nicht beantwortet. Sowas verursacht nur noch mehr Staus und Abgase. Außerdem ist das schon Eingriff in den Straßenverkehr. So hilft man dem Klima nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.